Sehr schön. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Sonntagnachmittag und es freut mich, dass ich so vielen Leuten über unsere Forschung an den Erdmännchen, insbesondere über Teamarbeit in der Savanne oder in der Halbwüste, berichten darf. Meine Forschungsgruppe und viele andere Gruppen, die an den Erdmännchen in Südafrika arbeiten, wir sind eigentlich interessiert zu verstehen, wie koordinieren sich Tiergesellschaften, was sind die Vorteile, in einer sozialen Gruppe zu leben und was sind auch die Nachteile. Also insbesondere der Mensch lebt in Gruppen und wir haben ganz unterschiedliche Beziehungen. Wir haben aber auch sehr viele Tierarten, die das ebenso machen, insbesondere Elefanten, Delfine, Fledermäuse und auch die Erdmännchen innerhalb von den Säugetieren. Erdmännchen in der Zwischenzeit sind ein sehr gutes Beispiel geworden in der Wissenschaft. Wir haben über die letzten 30 Jahre mehr als 250 Publikationen veröffentlicht an der Forschung, sind auch ein gutes Beispiel in der Lehre, aber auch von sehr großem öffentlichen Interesse. Und wenn ich hier in die Runde schaue, bestätigt das sicher. Einerseits sind das durch die Dokumentationen, die Sie immer wieder im Fernsehen sehen, andererseits auch im Zoo, wo Sie diese Tiere betrachten können. Und wenn Sie das Vergnügen haben, die im natürlichen Umfeld zu sehen und denen sehr nahe kommen, dann ist es nicht erstaunlich, dass Leute in dem Bann von diesen Tieren stehen. In der Wissenschaft, der Grund, warum wir so viel Forschung hier betreiben, ist wirklich das Helfersystem dieser Tierart. Erdmännchen leben in Gruppen zwischen 3 und 50 Tieren und das Besondere ist, sie haben die sogenannte kooperative Jungenaufzucht. Das heißt, es pflanzt sich eigentlich nur das dominante Paar fort und die anderen erwachsenen Tiere, die helfen bei der Jungenaufzucht von den Jungen vom dominanten Paar. Es kann zwischendurch sein, dass auch andere Weibchen Junge gebären, das passiert sehr selten, höchstens bis zu 20%. Und sehr oft haben die nicht unbedingt eine gute Überlebenschance. Das dominante Paar oder eine Gruppe, das Weibchen kann 2 bis 4 Würfe pro Jahr haben und jeder Wurf hat 1 bis zu 7 Jungen. Das heißt, innerhalb von einem Jahr könnte eine Gruppe bis zu 25 zusätzliche Tiere in der Gruppe haben. Also eine enorme Vergrößerung. Und das ist wirklich nur möglich durch dieses Helfersystem, dass alle erwachsenen Tiere oder Tiere, die nicht mehr im Jungtieralter sind, bei der Aufzucht von den anderen Jungen vom dominanten Paar helfen. Ich weiß nicht, ob Sie sich bewusst sind, Erdmännchen kommen nur im Süden von Afrika vor, also nur in Botswana, Namibia, ganz im Süden von Angola und von Südafrika. Die leben mehr oder weniger in der Kalahari-Gebiet, in der Halbwüste. Und unsere Forschungsstation, die ist im Süden von Afrika, im Norden von Südafrika, etwa 20 Kilometer zur Grenze von Botswana und etwa 300 Kilometer entfernt von Namibia. Wir haben da über die letzten 30 Jahre detaillierte Forschung gemacht und eben, wie gesagt, probieren zu verstehen, warum wir diese Gruppenstruktur haben, warum probieren nicht alle erwachsenen Tiere ihre eigenen Jungen zu haben, warum verzichten sie darauf. Der Grund ist ein bisschen das karge Ökosystem in der Kalahari. Erdmännchen graben nach ihrer Beute im Sand, insbesondere eine der Lieblingsspeisen sind Skorpione, aber auch kleine Geckos und Spinnentiere, aber das meiste sind eigentlich Insektenlarven. Wenn es weniger an diesen Tieren hat, dann gehen sie je nachdem auch auf die Tausendfüßler. Kann je nachdem auch sein, wenn sie kleine Reptilien, Schlangen antreffen, dass sie diese durchaus fressen, ebenso Schildkröten, Eier und Zwergmäuse, aber das sind eigentlich relativ seltene Nahrungszusätze.
Die Jungtiere lernen von den Erwachsenen, was zu essen ist, und die sind eigentlich nachher nicht mehr sehr flexibel, was anderes zu sich zu nehmen. Während die Erdmännchen von dem her selber so quasi Raubtiere sind, werden sie ebenfalls von anderen Tieren gefressen. Die Gefahr droht aus der Luft, verschiedene Adler, die hier die Erdmännchen durchaus räubern. Dann haben wir aber auch verschiedene terrestrische Räuber, wie die afrikanische Wildkatze, Schakal und die zwei Giftschlangen in der Kalahari, die Cape Cobra und die Puffotter, können durchaus eine Gefahr sein, obwohl die Erdmännchen ziemlich widerstandsfähig gegenüber diesem Gift sind. Auch für kleine Pups sind Schlangen eine große Gefahr. Innerhalb von diesem Ökosystem, das je nachdem karge Nahrung bietet und eben viele Räuber hat, haben die Erdmännchen Strategien finden müssen, so quasi trotzdem in dieser Umgebung zu überleben. Und was sie mehr oder weniger machen, ist, sie ziehen als Gruppe los, unter Tags auf Nahrungssuche. Jeder gräbt für sich selber im Sand nach Nahrung. Die teilen untereinander keine Nahrung, außer zu den Jungtieren. Und während die anderen Tiere nach Nahrung graben, geht einer als Wächter und schaut nach Räubern aus. Und gibt dann die entsprechenden Alarmrufe, wenn ein Adler aus der Luft kommt oder wenn ein terrestrischer Räuber sich nähert. Sie teilen sich auf, wer bei den kleinen Jungtieren, die in den ersten 3 Wochen zu klein sind, um mit der Gruppe mitzugehen, zurückbleibt beim Bau als Babysitter und nach den Kleinen schaut. Das machen nicht die Mutter und auch nicht üblicherweise das dominante Männchen, die Mutter, die muss auf Nahrungssuche gehen, weil die ja die Kleinen säugen muss. Das heißt, das sind die anderen erwachsenen Tiere in der Gruppe, die da mithelfen und diese Kooperation zeigen. Alle Mitglieder zeigen auch große Kooperation, wenn sie eine Schlange antreffen. Die mobben die Schlange, die gehen auf die Schlange zu und vertreiben die Schlange. Und außerdem machen sie gemeinsam die Renovation von ihren Schlafstellen, aber auch von Schutzlöchern. Die wandern ca. 500 Meter bis 1 Kilometer pro Tag auf Nahrungssuche. Also die sind nicht in der Nähe von ihrer Schlafstelle. Und sie haben ca. alle 50 bis 60 Meter ein Schutzloch, wo sie hinrennen können, falls Gefahr droht von einem Adler aus der Luft. In dieser Umgebung, das sind die Vorteile, so quasi in der Gruppe zu sein. Aber der Nachteil ist natürlich, wenn ich viele Nachbarn habe, die ebenfalls die gleiche Nahrung suchen, da habe ich auch die Konkurrenz. Also wir haben, je nachdem, dass die erwachsenen Tiere gegeneinander kämpfen, weil sie das gleiche Loch als interessant empfinden. Sie wissen, da unten hat es Nahrung, da kann es zu Aggressionen kommen. Auf dem rechten Bild sieht man, wie 3 um einen kleinen wurmähnliche Beute streiten. Und das andere Bild zeigt, wie es zu Aggressionen kommen kann. Wir haben aber auch die Aggression gegenüber Nachbarn. Jede Gruppe verteidigt ein Territorium von 2 bis etwa 5 Quadratkilometern. Und da kann es wirklich zu Verletzungen kommen, wenn gleich große Gruppen aufeinandertreffen. In den 30 Jahren hatten wir wahrscheinlich etwa 4 tödliche Interaktionen, wo ein Erdmännchen gestorben ist. Aber Verletzungen kommen immer wieder vor. Aber es ist zu sagen, die Erdmännchen sind sehr widerstandsfähig, auch wenn die manchmal schlimme Wunden haben, die erholen sich relativ gut. In unserer Forschung, um unsere Forschung zu machen, haben wir diese wilden Erdmännchen in ihrem natürlichen Lebensraum an die Menschen gewöhnt. Wir können mit denen mitlaufen, die auf 1,5 Meter den ganzen Tag beobachten und detailliert beschreiben, was für Verhalten sie zeigen. Also zum Beispiel, wer geht als Wächter in dieser Zeit, wer bleibt zurück als Babysitter, wer hilft bei der Renovation von den Schutzlöchern oder von der Schlafstelle, wer füttert die Tiere oder
wer führt die Gruppe an, wenn es gegen eine andere Gruppe losgeht. Also wir haben hier ein sehr genaues Wissen, was jeder dazu beiträgt. Und wir können diese Tiere auch wiegen. Am Morgen, wenn sie aus der Schlafstelle kommen, können wir die auf einer Küchenwaage das Gewicht von jedem Tier bestimmen oder fast jedem Tier mit ein bisschen Wasser oder ganz wenig gekochtem Ei. Und nach 3 Stunden Nahrungssuche oder am Abend, bevor sie wieder runtergehen, nehmen wir wieder das Gewicht und können dann sehen, wer war erfolgreich über diesen Tag. Und das erklärt sehr viel, wer eher kooperatives Verhalten zeigt. Wer geht eher als Wächter und verzichtet auf Nahrungssuche? Das sind die Tiere, die erfolgreich waren bei der Nahrungssuche. Wir arbeiten nicht nur an einer einzelnen Gruppe, sondern zwischen 12 und 18 Gruppen in einem Gebiet von etwa 70 Quadratkilometer, also 7 auf 10 Kilometer. Und der Grund ist, eine kleine Gruppe von nur 4 oder 8 Tieren, die zeigen eine ganz andere Sozialdynamik als eine Gruppe von 35 Tieren. Stellen Sie sich vor, eine kleine Familie, Einzelkind, 2 Kinder gegenüber einer Großfamilie mit 8 Kindern oder wo vielleicht 3 Generationen miteinander leben, da haben wir eine ganz andere Sozialdynamik. Also wenn wir allgemeine Aussagen machen möchten, dann müssen wir eigentlich den ganzen Bereich von den verschiedenen Gruppengrößen abdecken. Außerdem haben wir hier eingezeichnet, wo es ein bisschen mehr grau ist, ein trockenes Flussgebiet. Das bietet einen anderen Lebensraum als die roten Dünen, die wir da eher gegen oben sehen. Und das wiederum bringt eine Variation mit rein, die durchaus bestimmen kann, ob eine Gruppe erfolgreicher ist oder nicht. Und von dem her kann es auch zu Auseinandersetzungen kommen zwischen diesen Gruppen für bessere Lebensräume. Wir machen auch Forschung hier an der Uni am Irchel und an verschiedenen Zoos. Nur, das sind sehr kontrollierte Beobachtungen, die wir hier machen. Also hier verstehen wir nicht, warum bestimmte Verhalten von den Erdmännchen entstanden sind oder von Tiergesellschaften, weil das ein ganz anderer Lebensraum, ganz andere Bedingungen sind. Ich konzentriere mich hier vor allem auf unsere Forschung in der Kalahari im natürlichen Lebensraum. Meine Forschungsgruppe ist vor allem interessiert an der Kommunikation, insbesondere Rufkommunikation, aber eben auch, wer macht Entscheidungen und was wissen Sie über Ihre Umgebung. Hier sehen Sie eine Doktorandin, die einerseits auf der linken Seite Tonaufnahmen macht, das zeigt auch, wie nah wir an die Erdmännchen gehen können. Und dann auf der rechten Seite machen wir sogenannte Playbacks. Wir spielen Rufe zurück und schauen, wie ein Tier, das da unten ganz links auf Nahrungssuche ist, auf diese Rufe reagiert. Und das ist eigentlich, wie wir herausfinden, was bedeuten unterschiedliche Rufe. Wir haben in den Erdmännchen bis zu 30 verschiedene Ruftypen identifiziert und ich spiele jetzt schnell ein Beispiel vor oder probiere es zumindest. Okay. Das ist ein Kontaktruf. Das ist ein Ruf, wenn Sie losziehen wollen. Ein Kontaktruf. Das ist ein Alarmruf. Kontakt. Das ist ein Bellen wie ein Hund. Und das ist der Ruf von einem Wächter, ist alles in Ordnung. Und Sie haben schon die Unterschiede herausgehört. Am Anfang, als ich da runterging, habe ich gedacht, ich verstehe das nie. Konnte aber dann die verschiedenen Situationen, die verschiedenen Verhalten, diesen verschiedenen Ruftypen zuordnen. Und wie gesagt, wir haben etwa 30 unterschiedliche Ruftypen in verschiedenen Situationen. Und nur nochmals kurz diese Kontaktrufe, die ich gespielt habe. Die enthalten, hier sind 10 verschiedene Individuen aufgezeigt und jedes Tier hat seinen eigenen Ruf. Und wir haben aufgezeigt,
Die Gruppenmitglieder verstehen genau, welches Tier ruft. Ja? Die haben eine sogenannte Signatur, wie wir in unserer Stimme auch haben. Dann haben wir ein anderes Beispiel, Bettelrufe. Und hier hoffe ich, dass... Okay, vielleicht läuft das nicht. Doch, das sind die Bettelrufe von den Kleintieren. Das bedeutet, ich bin hungrig, füttert mich. Und die erwachsenen Tiere, die graben nach Nahrung und geben etwa die Hälfte oder zwei Drittel von ihrer Nahrung an die Kleintiere, bis sie etwa 3 Monate alt sind. Danach müssen sie selber auf Nahrungssuche gehen. Und hier ist, dass die Art der Rufe, die Struktur sich verändert, je nachdem, wie hungrig diese Tiere sind. Also ein Ruf kann länger werden, kann auch lauter werden, aber auch eine höhere Frequenz haben. Und das erkennen die Helfer, die Tiere, die Erwachsenen. Dieses Papp ist hungriger als ein anderes, von dem her bringen wir eher Futter zu diesem Jungtier. Dann haben wir Alarmrufe und ich habe für meine Doktorarbeit beim Postdoc mehr als 12 verschiedene Alarmrufe identifiziert. Und zwar abhängig, ob es ein Lufträuber ist, ob es ein Bodenräuber ist oder ob es eine Schlange ist. Und je nachdem, was der Ruf bedeutet, zeigen die Gruppenmitglieder eine andere Reaktion. Also wenn ein Adler auf die Gruppe zukommt und der Ruf kommt, dann rennen die alle zum nächsten Schutzloch. Wenn ein Bodenräuber auf die Gruppe zukommt oder ein Alarm für einen Bodenräuber, dann sammeln sie sich und entscheiden dann, ob sie in einen anderen Teil vom Territorium ziehen sollen oder ob sie weiter auf Nahrungssuche gehen können. Und bei der Schlange gehen sie direkt auf die Schlange zu und mobben die Schlange, bis sie weggeht. Ich spiele Ihnen jetzt kurz 2 Beispiele von einem Alarmruf zu einem Adler, zu einem Lufträuber. Das ist, wenn der Lufträuber noch etwa 500 Meter bis 1 Kilometer weg ist. Die Ährmännchen haben ein enormes Sehvermögen. Die sehen den Adler schon lange, bevor wir das überhaupt sehen. Also wir haben hier unten den Ruf, diese Rufstruktur. Und wenn der Räuber, der Lufträuber schon näher ist, dann haben wir einen anderen Ruf. Also da schaudert es einem schon ein bisschen, auch eine ganz andere Rufstruktur. Und Sie sehen, Bodenräuber haben wir genau die gleiche Veränderung, ja, von der Rufstruktur her. Und das bedeutet, wenn wir diese Playbacks machen, wir haben das getestet bei den Erdmännchen, spielen hier einen Alarmruf von einem Lufträuber. Schauen Sie sich an, ob das Tier herumschaut oder wie es sich verhält. Dann kommt der Alarmruf. Das Tier schaut nicht herum, die rennen direkt zum nächsten Schutzloch. Also das hat ganz klar die Information, da ist ein Lufträuber, das ist ein Adler, ich muss zum nächsten Schutzloch rennen. Wir haben die gleichen Playbacks gemacht mit den Rufen von den Bodenräubern und haben dann gezeigt, dass die Tiere sich eher sammeln, als sowas zeigen. Die Ährmännchen geben nicht nur einzelne Rufe von sich, sie kombinieren zum Teil diese Rufe auch. Ich habe das gezeigt beim Wächterruf. Hier haben wir eine Kombination von einzelnen Noten, Doppelnoten oder mehreren, oder auch unterschiedliche Alarmrufe. Also der Anfangsruf tönt etwas anders als dann der aufgeregte Ruf. Und was das tatsächlich bedeutet, ist, da bewegt sich ein Bodenräuber und es ist ein oder da bewegt sich ein Tier auf dem Boden und ist tatsächlich ein gefährlicher Räuber. Ja? Und das verstehen wiederum die anderen Gruppenmitglieder und verhalten sich entsprechend. Und dadurch, dass wir über die letzten fast 30 Jahre wirklich sehr viel Forschung machen konnten, angefangen mit meiner Doktorarbeit, aber in der Zwischenzeit sehr viele
Doktoranden von meiner Gruppe und Masterstudierende haben wir so ein großes Wissen, dass dies auch interessant wird im Vergleich zur Sprache von Menschen. Was für Informationen haben wir schon in diesen Rufen? Gibt es sowas wie Syntax, Sätze aus Wörtern mit diesen Kombinationen? Was sind die Informationen, die wir wirklich da schon in diesen Rufen haben? Nur um die Hoffnungen nicht zu groß zu machen, die Kombinationen sind sehr einfach. Bei den R-Männchen haben wir bis jetzt nur zwei unterschiedliche Ruftypen, die miteinander kombiniert werden, dokumentiert. Bei anderen Tierarten gibt es ein paar mehr, aber sehr, sehr limitiert. Also von dem her sind das sehr einfache Kommunikationssysteme, aber trotzdem haben wir schon eine vielfältige spezifische Information über die Situation. Also jeder, der den Ruf hört, versteht, was da abläuft. Wenn ich heutzutage rausgehe und mit der Gruppe unterwegs bin und ich höre einen Ruf, weiß ich genau, jetzt passiert das und das. Oder ich erwarte, dass irgendwo eine Aggression stattgefunden hat, rein nur, weil ich das höre. Der Ruf gibt Auskunft über die Motivation von einem Tier, über die Emotion, wie stark ist es aufgeregt. Das hören Sie auch bei mir in der Stimme, das hören die anderen Tiere, Gruppenmitglieder genauso. Und eben Eigenschaften des Rufers, ist es, welches Tier ist es, welche die Identität, aber auch, ist es ein Jungtier oder ist es ein älteres Tier. Dann haben wir gezeigt mit den Alarmrufen, dass es auf externe Objekte hinweist, das ist es ein Adler, ist es ein Bodenräuber. Und zurzeit machen wir Untersuchungen, um wirklich zu verstehen, was sagt derjenige, der diesen Ruf produziert. Sagt er wirklich, das ist ein Adler oder sagt er, rennt zum nächsten Schutzloch? Oder ich renne jetzt zum nächsten Schutzloch und dann wissen die anderen, was da läuft. Und hier probieren wir mit Experimenten wirklich herauszufinden, wie können wir diese unterschiedlichen Situationen wirklich unterscheiden? Wie können wir da wissen, was abläuft im Tier, das diesen Ruf produziert? Wir sind beschränkt in der Vielfalt von Ruftypen. Ich habe gesagt, etwa 30 Ruftypen. Das ist schon ziemlich viel für die Tiere, aber dadurch, dass wir nicht so eine große Kombinationsfähigkeit haben wie wir beim Menschen, ist das Vokalrepertoire von dem her beschränkt. Wir sind in der Zukunft weiterhin interessiert, die Bedeutung der Variation in der Struktur. Wie viel Kontrolle haben die rufenden Tiere da beim Rufen und welche Faktoren die Rufvielfalt fördern? Ich bin überzeugt, Sie haben sehr viel auch über künstliche Intelligenz gehört. Das ist ein Instrument, das wir ebenso zum Glück anwenden können, insbesondere im Erkennen bei unseren Tonaufnahmen, welcher Ruftyp das da wirklich gegeben wurde in den Hunderten oder Tausenden von Stunden von Tonaufnahmen, was vorher Studierende in vielen Stunden machen mussten. Das ist noch nicht perfekt, aber doch, da ist eine große Entwicklung vorhanden. Es gibt aber auch Leute, die da großartig prophezeien. In ein paar Jahren oder Jahrzehnten können wir mit den Tieren kommunizieren. Das ist nicht so einfach, dass wir einfach den Google Translator auf dem Handy benutzen können und Rufe zurückspielen. Da müssen wir schon raus und wirklich beobachten, was diese Rufe bewirken. Also da gibt es noch viel zu tun, bevor wir wirklich einander verstehen. Ein Hilfsmittel, das wir anwenden, ist, dass wir mit der Technik, die sich verbessert hat, jedem Tier ein kleines Halsband anlegen mit einem Mikrofon und einem GPS-Gerät. Und dadurch wissen wir genau, wer welchen Ruf zu welchem Zeitpunkt gegeben hat und wo dieses Tier innerhalb von der Gruppe ist. Und das erlaubt uns herauszufinden, wer entscheidet denn in der Gruppe, wie werden Entscheidungen beeinflusst. Und zusammen mit Leuten von der Uni Konstanz, Ariana Strandburg-Pöschkin, haben wir jetzt in der Zwischenzeit verschiedene Gruppen aufgenommen. Und was wir hier
machen können, sind so Animationen aufzuzeigen. Es ist eine Gruppe, jedes Tier hat einen Punkt in unterschiedlicher Farbe. Der rote Punkt ist das dominante Weibchen, der gelbe Punkt ist das dominante Männchen. Das andere sind erwachsene Tiere oder Jungtiere in der Gruppe. Und von den Daten, die wir gesammelt haben, können wir das jetzt ablaufen lassen und sehen genau, in welcher Distanz die sich voneinander bewegen. Und die Symbole, die da jeweils aufleuchten, das sind die Rufe, die sie von sich geben. Sehen Sie das grüne Tier, ein bisschen weiter weg von der Gruppe. Die runden Rufe bedeuten Kontaktrufe. Und wenn ein gelber Stern aufleuchtet, bedeutet es einen Alarmruf. Also jetzt der blaue, der da ein bisschen weg ist von der Gruppe, der ist als Wächter tätig. Und jetzt gibt er einen Alarm, die ganze Gruppe geht darüber. Und hier können wir wirklich benutzen, herauszufinden, wer leitet denn die Gruppe? Wer gibt sogenannte Lead Calls, Rufe, die machen, dass die Gruppe losziehen? Also wer entscheidet in der Gruppe? Und anhand von dieser Datenaufnahme können wir feststellen, während der Nahrungssuche sind das sehr oft mehrere Tiere. Ein Tier beginnt einen Ruf zu geben, der tönt etwa so. Also nicht mein Kontaktruf. Wenn zwei andere Tiere antworten, bedeutet das, ich will losziehen, ich will zu einem anderen Nahrungsgebiet ziehen und die Gruppe zieht los. Ja? Wenn nur ein einzelnes Tier diesen Ruf gibt und niemand antwortet, passiert überhaupt nichts. Also hier haben wir so genannte Quorumsentscheidungen, wie wir auch bei uns Menschen haben. Wenn Sie mit einer Gruppe unterwegs sind und zwei, drei Leute sagen, hey, lasst uns für eine Pizza gehen. Sobald Sie ein bisschen Unterstützung haben, macht das wahrscheinlich die Gruppe. Wenn niemand begeistert ist, dann passiert da wahrscheinlich auch nichts. Aber wir haben auch das dominante Weibchen, das eine starke Führungsrolle hat. Und wenn sie will, kann sie die Gruppe durchaus leiten. Also kein anderes Tier in der Gruppe hat so viel Einfluss wie sie. Und sie nutzt das auch, wenn sie insbesondere hochträchtig ist, damit ihre Konkurrentinnen so quasi nicht auch Junge produzieren, sondern sie die Alleinige ist, die ihre Jungen auf die Welt bringen kann. In der letzten Minute möchte ich noch kurz darauf hinweisen, die Kalahari ist ein empfindliches Ökosystem. Wir haben zum Teil extreme Bedingungen. Also im März 2015 hat es am gleichen Ort überhaupt keine Vegetation gehabt. Im März 2014 hatten wir die normale Vegetation, ein bisschen Gras. Und im März 2012 hatten wir sehr viel Regen und da kann das Sauergras bis zur Hüfte stehen. Ja? Und das sind natürlich riesige Herausforderungen für die Tiere in der Kalahari, in solch extremen, unterschiedlichen Zeiten zu überleben. Was sich gezeigt hat, ist mit dem Verfolgen der Temperatur und der Regenmenge seit 1960, seit wir da angefangen haben in der Kalahari, hat die Durchschnittstemperatur stark zugenommen und insbesondere die Tage, wo es wärmer ist als 40 Grad im Schatten. Der Sand wird extrem heiß und die Meermännchen können da nicht mehr auf Nahrungssuche gehen. Und das hat zur Folge, dass so quasi der Energiebedarf nicht mehr so stark gedeckt wurde. Wir konnten bereits aufzeigen, seit 1995 sind Jungtiere mit dem Alter von 3 Monaten kleiner als heutzutage als 1995. Das ist hier aufgezeigt. Wenn wir das Gewicht haben von den Jungtieren bei 3 Monaten, unten haben wir oder oben haben wir die Jahre, wie es aufgezeigt wird. Und Sie sehen, dass wir hier unten eine Abnahme von Gewicht haben von den Jungtieren. Hier oben ist angezeigt die Überlebenschance von den Tieren. Hier haben wir eine Abnahme von diesen Tieren. Und hier unten ist noch die Korrelation zur durchschnittlichen Höchsttemperatur aufgezeigt, die die Jungtiere in ihren ersten 3 Monaten erlebt haben. Hier wiederum
Körpergewicht nimmt ab und die Überlebenswahrscheinlichkeit nimmt ebenfalls ab. Ich wollte Ihnen kurz ein bisschen aufzeigen, wie es bei den Erdmännchen aussieht in Vertretung von anderen Tiergesellschaften. Erdmännchen leben in einer extrem herausfordernden Umgebung, zeigt aber sehr schön auf, wie es zu Entscheidungen kommt, wann soll ich als Gruppenmitglied kooperieren oder konkurrieren? Was für Entscheidungen haben die Tiere zu machen? Was für eine Rolle spielt die Kommunikation? Und wie flexibel können Erdmännchen auf die Umweltveränderung reagieren? Ich würde behaupten, Erdmännchen sind nicht sehr flexibel in ihrem Verhalten. Also von dem her ist das eine echte Herausforderung mit der Erwärmung der Temperatur oder der Häufung von extremen Wetterbedingungen. Damit wollte ich einen kurzen Einblick geben, was wir probieren zu verstehen. Wie gesagt, wir vergleichen dies zu anderen Tiergesellschaften und möchten damit herausfinden, was gibt es für andere Möglichkeiten als nur bei uns Menschen, wie Tiere sich da das Überleben ermöglichen können. Aber wir vergleichen das auch wirklich mit unserer eigenen Gesellschaft. Ganz herzlichen Dank für Ihr Zuhören. Und ob in der Kalahari, die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich eher die Gelegenheit, in den Zoo zu gehen. Es lohnt sich, nach den Erdmännchen Ausschau zu halten. Und wir hätten natürlich die Forschung nicht machen können, wenn wir nicht die Unterstützung von all diesen Organisationen gehabt hätten. Insbesondere arbeiten wir heutzutage sehr stark mit dem Zoo zusammen, machen auch Forschung dort. Und in der Zwischenzeit hatten wir wahrscheinlich etwa 400 freiwillige Helfer auf der Forschungsstation, die ein Jahr da unten verbracht haben und ihre Karriere jetzt weiter in der Forschung machen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich nehme gerne Fragen entgegen.